Bundeskanzler, vor allem aber natürlich auch als Europäer, als Europäer, der dankbar dafür ist, in Europa leben zu dürfen, der dankbar dafür ist, in Europa aufgewachsen zu sein, als ein Europäer, dem aber auch ein Stück weit bewusst ist, dass all das, was wir kennen und schätzen, Sicherheit, Freiheit, Wohlstand, anderswo nicht selbstverständlich ist. Und auch als ein Europäer, der sich ein Stück weit Gedanken macht in dieser sich verändernden Zeit, Brexit, Trump, China, wie die Rolle Europas in der Welt in Zukunft aussehen wird. Und vielleicht auf